Und da sind wir zurück zur Nightmare Series. Und zwar den nächsten Teil, The Quest. Ja, es geht weiter in der ersten Mission. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, schaut ihn auf jeden Fall nochmal an. Das war Heartwaking. Da sind wir sozusagen in irgendeiner bizarren Welt aufgewacht, mussten irgendwelche Prüfungen abschließen. Und jetzt kommt im Grunde trotzdem die Aufgabe. The Triggered is not a good companion, but the faster you get this damn mask, the faster you will be done. So, find the missing mask. Irgendwie gehören die beiden Sachen zusammen, würde ich sagen. 2000 Loot lese ich hier. Es gibt übrigens nur einen einzigen Schwierigkeitsgrad, also auch schon wieder eine vorige Mission. Es geht nicht höher, aber ich habe es natürlich so gesetzt, dass wir wenig Leben haben. Ein bisschen Herausforderung noch zu haben, also noch zusätzliche Herausforderung, kennt mich ja. Und you don't want to be here forever. Find a way to get out of this mousetrap. Ja, wir müssen... Oh Gott. Oh, wir sind wieder hier. Zwei. Das letzte Mal stand da eins, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist schon wieder so lange her. So, also wir starten wieder hier. Ja, haben wir wieder ein Büchlein. Good evening, Garrett. I hope you had a good sleep. Ja, ja. Von unseren Triggered. Ich will das eigentlich nicht lesen. Das ist schon wieder so viel Text am Anfang. Jetzt aber so. Also wir müssen eine Maske finden. Oh Gott. Und den werden wir uns jetzt annehmen. Ich weiß noch nicht so richtig, was uns auf was zum warten wird. Okay, wir müssen hier jumpen. Und da ist ein Zombie Girl. Hallo Zombie Girl. Komm ich darüber? Hopp. Jo. Okay. Hallo Zombie Girl. Tschüss Zombie Girl. Oh. Oh, sie ist ertrunken. Oh, sie hat noch eine Kette da gelassen. Das ist sozusagen ihr verlorener Geist. Haben wir eigentlich eine Karte? Ne, wir hatten auch in der letzten Mission keine Karte. Ich bin mal gespannt, ob man hier... Also ich sehe auf jeden Fall hier, wir kommen nicht mehr zum Anfang zurück. Oh Gott. Ich höre Spinnen. Aber ich werde aber ertrinken wahrscheinlich. Ich hoffe, ich kriege noch schnell Luft. Ja. Mrs. Spider. Wir gehen nochmal den anderen Weg. Wie gesagt, ich bin jetzt nur den Zischen einer Spinne gefolgt. Weil Spinnen ja nicht unter Wasser bleiben können. Aber vielleicht gibt es hier noch andere Wege. Das begrüße ich natürlich, wenn hier noch mehr Möglichkeiten sind. Hier sehe ich auch kein Loot liegen. Dahin ist eine weitere Öffnung. Noch eine Spinne. Ein Leuchtepilz. Oh nein, die kenne ich doch irgendwoher. Die guten alten Affis. Ist da irgendwas? Ich sehe da nichts liegen. Gut. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Sind wir auf dem Planeten Affen gelandet? Ich weiß es nicht. Ja, wie komme ich denn... Warte mal, ich habe wieder einen Prügel. Ich habe ein bisschen Wasserpfeile. Aber keine Seilpfeile. Kein Schwert. Also wir müssen hier rein mit kämpferischer Natur hier lang gehen. Oh, ich bin hier voll im Hellen, oder? Diesmal nichts. Aber nächstes Mal, ihr Ratten. Grrr, was ist das? Grrr. Leere, wabernde Schatten. Okay, wir schauen mal, ob wir irgendwie vorsichtig drum rumkommen. Diesmal nichts. Aber nächstes Mal, ihr Ratten. Oh Gott, das war doch... Hat mich jemand gehört? Ich schaue mich erstmal hier hinten um. Ich weiß, obwohl das sieht aus, als würde es hier weitergehen. Und das wäre hier nur so ein Areal. Hier ist nochmal ein... Oh, da ist Loot. Da ist Loot, das sehe ich doch. Der gute Loot. Der tut mir gut. Okay, sonst scheint hier nichts mehr zu sein.
Wir haben ein Schiffchen. Ein kaputtes Schiffchen. Ah! Ich glaube, da oben geht's weiter. Und da kann ich mir bestimmt einen Seilfall anbringen. Aber da wir keinen haben, müssen wir erstmal einen finden. Und ich wette, bei den Affis werde ich wahrscheinlich einen Seilfall bekommen. Diese Affen. Was ist das bloß? Ist da nicht was? Schaffe ich es ohne? Muss mich getäuscht haben. Hab dich gesehen. Komm raus, so. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Wer ist denn da? Oh, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben. Oh Gott. Ich kann hier nicht bleiben, ich kann hier nicht bleiben. Oh Gott, die kommen immer näher, die kommen immer näher. Aua. Okay, ich glaube, wir müssen hier die Wasserpfeile verwenden. Oh, die laufen ins Feuer, das ist nicht so schlau. Leere, wabernde Schatten. Es kommt von den Haus und kämpft. Maus, hier kommt die Katze. Haben die mich gesehen? Ich frage mich ja, ob ich da hoch muss. Ich komme aber nicht an die Typen vorbei. Okay, der stellt sich wieder hin. Der patrouilliert. Die anderen zwei suchen noch. Oder ich versuche es von der anderen Seite. Ich könnte es auch von der anderen Seite versuchen. Übrigens, bei der anderen Spinne... Verzeihung. War ja auch noch ein Weg. Wir könnten ja nochmal bei der Spider vorbeigehen. Ich bin's. Da war ja noch eine andere Spinne mit einem anderen Höhlengang. Wir gehen einfach mal da rein. Okay. Und ich glaube, es gab noch einen dritten Weg. Wie gesagt, wir gucken uns erstmal hier hinten um, bevor ich irgendwelche vorschnellen Entscheidungen treffe. Gute Planung ist alles. So. Oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Oh ja. Das Loot. Den habe ich vorher nicht gesehen. Das ist ein langer Weg nach oben. Da komme ich gar nicht hoch. Aber ich höre hier zwei Spinnen. Ach da! Dich habe ich auch nicht gesehen. Okay. Das sah aus wie so ein Stück Stein oder so. Gut, jetzt werde ich sie aufmerksam machen, weil ich jetzt wieder ins Wasser springe. So, komme ich irgendwie nochmal zurück? Ich weiß aber nicht, wo zurück ist. Aber mir ist hier der dritte Gang. Aber das kann sein, dass das der Weg zurück ist. Zum Brunnen. Ja, da ist die Frau. Also es gibt nur zwei Wege. Der eine ist Loot, der andere ist zum Weiterkommen.
Heißt, wir haben nur die Wahl. Oh, ich hoffe, ich habe genug Luft jetzt. Wir haben nur die Wahl, dahin zu gehen. Und dort wahrscheinlich dann den Seilpfeil zu finden. Oh, wir sind sehr schnell unterwegs. Aber ob es reicht? Ich weiß es nicht. Doch, es reicht. Das reicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh, die hat mich bemerkt. Okay, gut. So, wo? Also ich muss da wahrscheinlich da hoch. Wir machen einfach mal das Licht hier aus. Mal sehen. Ja, natürlich sind die aufmerksam dadurch. Wie dumm ist das denn? Also selbst wenn man K.O. schlägt, könnte das eine sehr schwere Stelle werden. Oh oh, wenn er weiter so läuft, dann läuft er noch ins Wasser. Okay, ich werde diesen Weg definitiv gehen. Er poltert hier rum. Lucky, Lucky machen. Scheiße. Mann, Garrett. Du machst zu viel Lärm. Oh Gott, sind das viele hier. Riecht nur Knochen. Ich glaube, die Fackel muss ich auch löschen. Ich mache mal ein extra Save. Ah, hier ist noch von Hardwake gehen. Ich höre übrigens Mechanisten. Ja, da unten ist die Stelle, wo ich nicht weiterkam. Ich kann mal jetzt kurz spähen. Oh, da ist ein Buch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die kommen hier nicht hoch. Da ist auch kein Loot oder sowas, glaube ich. Aber hier kann man rein. So. Okay, das scheint gut zu funktionieren zu haben. Eine Glitch-Rampe. Bitte seh mich nicht. Oh, was ist das denn? Da ist der Seilpfeil. Oh, die haben ihren Gott oder was das ist, geehrt. Mit Essen und Loot. Aber kein Käse. Was für ein Gott ist das denn? Schädel kann ich abnehmen. Das sieht aber lustig aus. Okay, speichern. Ich glaube, die sind immer noch getriggert. Versuch trotzdem an die vorbeizukommen. Jo. Oh Gott. Na komm, hoch. Okay. Okay, es hat gut funktioniert. Muss mich getäuscht haben. Okay, zwei Wasserpfeile haben wir verballert. Nichts und niemand. Also siehst du, die anderen sind wieder getriggert. Ob da was ist? Oh Gott. Okay, wir gehen mal zu dem... Oh, eine Mechanistin. Hier ist die Geschichte zu denen. Hier sind auf jeden Fall keine bizarren Welt. Wahrscheinlich sind wir, auch wenn die erste... Welt ein bisschen seltsam aussah mit der Zombie-Frau. Aber ansonsten sind wir wahrscheinlich wieder in der normalen Welt. Oder wir sind so eine Art Heidenreich.
wo die Mechanisten auch reingefallen sind. Und nicht mehr rauskam. Zwei Stück, das ist auf jeden Fall genug. Hopp. Ah, endlich. Wir kommen wieder nach oben. Ich habe jemanden lachen gehört. Wir können hier hochgehen, aber ich glaube, hier ist nichts. Das scheint eine Art Krypta zu sein hier. Oh ja, natürlich. Zombie verseucht. Ich höre die Zombies, aber ich sehe sie nicht. Schwert. Hey, wo sind sie denn? Loot, 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 aber kein Zombie-Brut. Keine Zombie-Brut. Jetzt esst ihr irgendwie oder was macht ihr da? Abgeschlossen. Aber ich habe Dietriche. Und dann Luzi sind wir noch sehr weit entfernt. Also ich habe ein bisschen Angst, dass ich Loot verpasse und wir nicht mehr zurückkommen. Hier liegt ein Buch. Kann ich nochmal zurück? Okay. Okay. Ach da. Okay, die schlafen anscheinend. Und sonst hätten sie mich ja schon bemerkt. Okay, ich nehme mal eine Tür, wird reichen. Oh, die Tür geht automatisch zu. Ich traue dem ganzen Braten nicht. Rennen wir durch? Wir rennen durch. Die tun mir nichts. Naja, gut. Ich muss... Noch habe ich sie... Obwohl, doch. Ich bestehle sie ja eigentlich schon. Aber ich glaube, die werden bestimmt aktiv, sobald ich die... Die Maske habe. Oh, oh. Start und Modus. Boop. Okay, da läuft man leicht im Kreis. Oh, ein riesen Hammeritenbanner. Okay, da scheint... Da ist die Maske. Okay, der dreht sich nach links. Okay, jetzt beeilen. Geht nicht. Geht nicht auf. Okay, die sind anscheinend getriggert. Wie kriege ich die Tür auf? Ich brauche einen Schlüssel wahrscheinlich, einen besonderen. Ja gut. Ich hoffe, der andere Typ kommt gerade in der Zeit nicht. Oh Gott, war das knapp. Heiltrank. Scheiße. Ah, genau, dann kam der Typ um der Ecke. Warte mal, ich mach mal hier ein extra Save. Warte mal, gab es hier hinten auch noch einen Weg? Sind nur zwei Wege, wa? Sind nur zwei Wege, okay. So, der läuft ja jetzt dann wieder im Kreis. Und das heißt, wir haben genug Zeit, da hinten lang zu gehen. Nicht, dass einer der Zombies den Schlüssel hat.
Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht gerade. Da ist auf jeden Fall die Maske. Okay, wir brauchen definitiv einen Schlüssel. Hast du den Key? Hi. Ich wollte schmusen. Okay, wo ist der Key? Hier kann man sich verstecken hinter den Zombies. Okay, also es ist schaffbar. Okay, das scheint jetzt nicht so einfach zu sein, wie ich dachte. Ich suche jetzt einfach mal alle Zombies ab und ansonsten müssen wir hier nochmal backtracken. Oder ist das Hound? Hä? Zwei Hounds? Warte mal, gibt es noch mehr Wege? Und die sehen nur sehr identisch aus. Ich höre Mariten. Mechanisten. Oh, ich komme ja auch nicht hier rein. Warte mal, hast du denn vielleicht den Key? Ist jemand gekommen? Und das Boot schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Geist eines... Okay, wir haben drei Wege. Drei Wege? Mit drei verschlossenen Türen. So, und hier sind wir hergekommen. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts. Aber diese Tür konnte ich knacken. Das verstehe ich nicht so richtig. Kapiere ich noch nicht so richtig. Also, der Unterschied ist, hier sind überall Fackeln an und hier ist eine nicht an. Hier ist eine aus. Also muss hier irgendwas sein, wenn hier die Fackel aus ist. Bei allen anderen sind sie an. Da, die ist aus. Oh, ist ein Secret. Was? Oh Gott. Okay. Ah. Oh nein, ich darf nicht laut sein. Archäologe klingt wesentlich würdevoller als Dieb. Oh, ich hasse sowas. Ich musste ein Secret öffnen, um weiterzukommen. Oh Gott. Vorsichtig. Naja, damit haben wir Key Nummer 1. Ich frage mich, ob der Mechanist gegen den Hound kämpft. Immer ist wahr. Mir war so, als sehe ich etwas. Gewiss waren es nur. Tretet hervor und erklärt euch, so ihr da seid. Fuck, der sieht mich. Wer seid ihr, Schurke? Ich habe 1200 schon zusammen. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Ich habe jetzt nur auf schnell gemacht. Okay, ich hoffe, dass der Key auch woanders funktioniert. Ansonsten müssen wir nochmal bei den Typen gucken.
So, was ist das jetzt hier? Da kam er her. Genau, da ist die Maske. Nein, es passt nicht. Also jetzt müssen wir natürlich noch mal zurück. Oh nein, ihr müsst noch mal zurück. Wo habe ich gespeichert? Hier war die Maske. Und hier war der Priester. Hä? Nee, hier kamen wir her. Ich glaube nicht so schlau hier so rückwärts zu laufen. Okay, dann nochmal. Ja, es war der Wind. Halt! Wandelt da wer? Hast du den Key? Missetäter! Die Schatten werden euch nicht lange verbergen! Lass mich in Ruhe. Ich hab ihn jetzt nicht gesehen. Hat der den Key? Doch, der hat den Key! Der hat den Key, der hat den Key, den muss ich holen. Mit gespaltenem Huf flüchte vor des Hammers Ruf. Der Laut ist verklungen. Es war gewiss nichts. Mir war so, als sehe ich etwas. Oh Gott, der Zombie! Sind die jetzt aktiviert? Oh, ich habe Angst, dass die jetzt auf einmal loslegen. So, der öffnet wahrscheinlich dann die nächste Kammer und da finde ich dann den nächsten Key. Ihr kennt ja meine Meinung zu Schlüsselsuche in Thief. So, hier drüben ist dann die Maske. So, und hier drüben ist dann der letzte Raum. Weil das wäre Quatsch, wenn ich die Maske jetzt schon kriegen könnte, der Raum wäre hier noch übrig. Nichts wert, okay. Warte mal, ich pack mal den Schlüssel hier weg. Weil ich denke mal, die beiden Schlüssel werden hier nichts außer die Türen öffnen. Ich denke mal, der Schlüssel ist bestimmt bei den Zombie. Das ist auf jeden Fall Loot. Komm hier nicht durch. Oh, wieder Golden Bone. Und noch ein Büchlein. Ich sehe kein Key. Ich sehe aber auch kein Loot mehr. Also müssen wir versuchen, an ihn ranzukommen. Und gucken, ob wir stipzen können. Ich hab Schiss. Der dreht durch, wenn ich den beklaue. Hier muss irgendwo der Key sein. Muss ich ihn killen? Weil er ist ja sozusagen nicht richtig bestattet worden. Wir suchen es mal. Oh shit.
Verschwinde, Dämon! Ich habe kein... Oh, ich habe keine Waffe. Ich kann den nur totknüppeln. So. Hier ist auch kein Key. Ich dachte, der hätte den jetzt. Automatisch. Wo ist der Key? Gib mir den Key. Wir haben hier nur... Wow, was war das jetzt gerade? Rumgeswitcht. Richtig rumgeflogen. Oder der Key ist da oben. Auch nicht. Also wir haben nur einen Bone. Eine Bone. Und den hier. Und das sind nur meine zwei Keys. Rosary und ein Golden Skull. Here lies a Builder's Fathers, owner of the protecting light. The light fights off the shadow of evil and watches over the temple's guardians. A burden with no rest. Warum habe ich jetzt gerade solche Frame Drops? Seltsam. Das ist seltsam. Ich sehe hier kein Key. Ja, wie, hier auf der Seite kommt man nicht durch, nur auf der anderen Seite. Ich sehe hier nichts. Alter Schwede, das war das nervigste Secret, was ich je gesehen habe. Also ja, ich habe schon einige nervige Secrets gesehen, aber das ist so versteckt. Mir ist nur aufgefallen, dass da halt da so komisch die Hand hält. Wo ist auch noch Loot? Und ein Ring, geil. 1400. So, ich mach das Ding auch wieder zu. Achso, es ist ein Knopf, es ist ein Button. Den kannst du nur einmal drücken, okay. Gut, 600 Loot brauchen wir noch, dass unser Ziel erreicht ist, weil den Rest haben wir immer noch nicht. Take the Mausoleum's Mess, find the Lost Mess. Seltsam, doppelt irgendwie, doppelt gemobbelt. Alter Schwede, ich spreche nochmal. So, und jetzt haben wir den hoffentlich letzten Key. Wo war's denn? Hier drüben? Ne, hier geht's zum Mechanisten. Wobei ich da vermute, was vergessen zu haben. Hier war der Anfang. Und hier ist die Maske. Gut. Na dann. Auf los. Geht's los. Das ist aber mir ehrlich gesagt zu einfach. Oh. Wenn ich die nehme, geht bestimmt was ab hier. Die Frage ist ja, wie verlasse ich denn... Oh, Unsichtbarkeitstrank. Wie verlasse ich denn die Ruinen? Ich habe jetzt auf dem Weg hierher kein Ende gesehen. Mal gucken, ob wir noch... Da liegt noch der Schlüssel. Ach, hier ist noch ein Wasserpfeil. Ansonsten dürfte ich... Warte mal, ist hier irgendwas? Hier ist diesmal wieder nur so ein Ding drinne. Wahrscheinlich. Ich frage mich, ob die Trail of Blood Music von der englischen Version, also Originalversion hier, spielt. Oder ob das halt immer die hier gewählt wurde. Das ist immer so eine Sache. Wenn du die deutsche Version spielst, dann kriegst du automatisch das.
Ach du Scheiße. Tree Beast. Ich hasse Tree Beasts. Und nein, ich kann mich hier nicht verstecken. Der patrouilliert, okay. Das erklärt, warum dieser Bereich nicht so, gedefft wurde. Quasi läuft hier zwar ein Hound vorbei, aber... Okay. Ich habe schon lange keinen Tree Beast mehr als Gegner gehabt. Die sind verdammt schnell und zäh. Man kann die aber one-hitten. Aber man kann sie nicht K.O. machen. Na, der Hound kommt genau in dem Moment. Okay, da müssen wir warten. Schauen wir uns in der Zeit diesen Zombie an. Hallo, Zombie. Kann ich? Oh nein, er hat mich gesehen. Wie wär's mit einer gemütlichen Lesestunde, Garrett? Ich habe den Loot erreicht. Auftrag erfüllt. Find the Lost Mask. Da ist ein Schalter dahinter. Scheiße. Oh, ein Glück. Halt auf jeden. Das ist Französisch, oder? Kann ich nicht. Okay, irgendwas habe ich gemacht. Hä? Habe ich die Hounds verschwinden lassen? Ich höre den Hound nämlich nicht mehr. Oh, der Sess ist riesig. Oh Gott, der kommt zurück. Nee, ich höre den Hound noch. Thieves hanging around. Okay, wir schauen uns hier nochmal um. Wir haben 2000 auf jeden Fall erreicht. So, du gehst jetzt wieder da lang, wa? Genau. Das Ding ist noch zu. Oh shit. Die Frage ist, was habe ich jetzt geöffnet? Habe ich hier irgendwas verändert? Warte mal, wir können ja mal kurz ranspringen. Ich glaube, hier ist nur der Weg, wirklich, um hierher zu kommen. Wir müssen irgendwas geöffnet haben, weil erst dachte ich, die Hounds sind verschwunden. Oh ne, wir müssen irgendwas geöffnet haben, was uns weiterhilft. Wir haben extra einen Unsichtbarkeitstrank so gefunden. Aber wahrscheinlich ist er für das Tree Beast. Oh Gott! Ich dachte, das war's. Ah, ich kann's nicht lesen. Das ist echt doof. Wir brauchen ja noch die Lost Mask. Oh shit. So, harter Schnitt. Wir befinden uns jetzt am Versteck der Lost Mask. Ich habe eine Stunde lang gesucht. Ich habe einfach nichts gefunden. Musste mir, wie gesagt, Hilfe suchen. Und es gibt diese Spinnenwebe hier. Die ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen. Da muss man sich davon befreien. Und ja, mal gucken, ob ich rankomme, ohne dass die Spinnen das bemerken. Da ist die Lost Mask drin. Oh Gott. So. Ja. Das ist die Lost Mask und damit haben wir alle Ziele erfolgreich erledigt. Ich weiß auch schon, was das Ende der Mission ist und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Blub.
Und da sind wir. So schnell geht's. Wir sind wieder im Maskenraum und hier hat sich auf jeden Fall was im Boden geöffnet. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Und wir kommen jetzt in eine Art bizarre Welt wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Anscheinend ist das hier doch alles nur... Wenn ich nicht bald einen Weg finde, hole ich mir noch eine Erkältung. Hä? Weil es so windig ist? Jo, und hier geht's wieder zurück. In den Zweierraum. Damit haben wir die Quest erfüllt. Geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich vergessen habe. Ich verloren habe. Oh, ein bisschen. Wir haben alle Secrets, das ist klar. Die mussten wir finden. Was ich nicht gut finde. Und es ist natürlich auch noch die letzte, noch nicht die letzte Mission, denn die Mission, wie gesagt, ist eine Reihe und wir werden sie auf jeden Fall weiterspielen. Ich fand die jetzt schwächer als der Vorgänger, Waking Up. Heartbreaking war definitiv, es ist was definitiv skurriler, aber es hat mir mehr Spaß gemacht. Diese Mission hier war reine Secret- und Schlüsselsuche, also wirklich reine Secret- und Schlüsselsuche. Die andere war zwar auch so ein Schnitzeljagd, aber die hatte mir mehr so Spaß gemacht, weil es halt so verschiedene Aufgaben gab. Und hier ist es so, dass man einfach hier mit Gegnern überfüllt wurde, ein paar Schlüssel versteckt, dann musste man Secrets finden und... Bis auf, dass man den Seilfall halt nutzen musste. Ja, das war aber auch nur so... Ja, du kommst noch nicht weiter, aber hol erstmal einen Seilfall. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schwach. Ich hoffe, wie gesagt, dass es noch ein bisschen besser wird. Und ich werde auch erst am Ende der Serie meine Wertung dazu abgeben. Ja, das war The Quest von Nightmares. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in der nächsten Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.